Das ist hier das Ding. Wofür braucht es eine ABE-Nummer? Was war denn bei der jetzt los? Die war ja komplett lost. Das sind kleine Babyschwänchen, oder? Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich habe eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die ich euch erzählen könnte. Und zwar habe ich mich entschieden, ein bisschen was am Motorrad zu machen. Jetzt nicht allzu viel, nichts komplett Extremes. Aber der erste Schritt war erstmal einen neuen Windschild. Ja, weil komplett Bike ist dieses Giftgrün-Schwarz und habe ich diesen scheiß zerkratzten Windschild vorne. So, also, gehst schnell eBay, bestellst alles. 20 Euro, glaube ich, habe ich gezahlt. 21 Euro oder sowas. Und hab's in eine Gruppe geschickt. Ich so, ja, hier erste Maßnahme, vielleicht nächsten Monat Auspuff, mal schauen, wie ich gerade Lust hab. So ein Auspuff kostet auch behindert viel für das Modell, weil es den einfach wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, aber das ist egal. Es geht um den Windschild, den ich bestellt habe. Habe ich gestern Abend, glaube ich, alles schön gemacht, gezahlt, ist schon auf dem Weg zu mir. Dann schicke ich das Bild in die Gruppe und Mitglied dieser Gruppe, was ich behaupte mal, einfach sehr gut mit fehlenden ABEs auskennt, hat mich gefragt, ja, hat das Ding denn eine ABE? Ich dachte mir so, Bruder, das ist ein fucking Windschild. Das ist hier das Ding. Wofür braucht es eine ABE-Nummer? Aber ich habe mich da ein bisschen genauer informiert und habe auf eBay das Produkt etwas genauer angeschaut. Und ganz unten steht schön dick geschrieben, keine Zulassung. Jawohl, habe ich auch verdient, Digga, weil Lesen bildet und wer lesen kann, ist ganz klein Vorteil. Wenn ich nicht durchlese, die Beschreibung, wo ganz unten wirklich groß steht, keine Zulassung, dann habe ich es verdient, 20 Euro wegzuschmeißen. Und ja, dann habe ich halt geschaut, ich so, wenn der keine Zulassung hat, dann wird es welche mit Zulassung geben. Kostet 90 Euro. Digga, das kostet fast fünfmal so viel, dass ich eine scheiß E-Nummer drauf habe. Damit ich ein Windschild, das Ding hier, das Ding, schau mal, das ist alles komplett Wackeltraum ohne Ende. Wofür brauche ich dann eine ABE? Hat der Zug gerade gehupt? Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? Das habe ich gar nicht geschaut. Jetzt haben wir drei. Vor vielleicht 15 Minuten habe ich angefangen aufzunehmen. Muss mir das ungefähr merken, damit ich weiß, wann der Akku leer geht. Ach ja, irgendwo habe ich den Stau auch ganz ehrlich vermisst in der Stadt, Mann. Weil das ist einfach nicht München, Digga. München ist einfach Baustelle und du brauchst für alles fünfmal so lang, um irgendwo hinzukommen. Was ist denn das? 36 DGT. Bruder, das sehe ich ja zum allerersten Mal gerade. Hä? Das war doch ein Fünfer. Bruder. Und da vorne sind so Kampfradler mit den Ganzkörperkondomen unterwegs, Jungs. Ich hoffe, man sieht sie auf der Cam. Da sind sie. Da sind sie, Jungs. Ein Wunder, dass die noch nicht einfach über die Straße gezogen sind. So viele Rechte, wie die eigentlich haben. Ich habe im letzten Video ja kurz das Corona-Thema angesprochen nochmal, weil Merkel ja irgendwie eine Konferenz dazu gehalten hat. Ich sag gar nichts mehr dazu, weil irgendwie führen die am Tag 5 Konferenzen dazu, aber kommen nicht zu einem scheiß Entschluss. Die ganze Zeit ändert sich irgendein Scheiß. Heute wieder um 10 Uhr war Konferenz, dann um 11 Uhr, jetzt um 14 Uhr. Ich so, ja, Bruder, komm, lass einfach. Ich sag gar nichts dazu, Mann. Jetzt, wo ich gerade den X4 hier sehe, gestern haben wir angeblich, habe ich ja so gesagt, den X8 gesehen. Als Joke habe ich es eigentlich mehr gesagt, weil ich habe einmal, glaube ich, einen Render von einem X8 gesehen. Aber das sah halt ultra fake aus. Ich sehe, ja komm, Bullshit. Ja, irgendwie stellt sich jetzt raus, war doch wahrscheinlich der X8, den wir gestern gesehen haben. Und dann war er nur richtig kurz und richtig scheiße auf dem Bild. Was machst du? Ja komm, komm, komm. Komm, was war denn bei der jetzt los? Die war ja komplett lost. Heute ist absolut gar nichts passiert. Na, Bruder. Ey, so ein Spaß stellt sich als Fahrrad an Zebrastreifen, fährt da nicht rüber, Digga. Da ist ein Schwan. Ein Schwan ist da. Wollen wir uns die Schwäne anschauen? Das sind kleine Babyschwänchen, oder? Das ist ein Pärchen. Ich weiß nicht, ob da Kinder sind. Ich will aber nicht zu nah rangehen. Durch das Fischei sieht man die bestimmt gar nicht so gut, Digga.